Guten Tag. Diese Woche war die Plenarwoche in Straßburg wieder von vielen äußerst wichtigen Entscheidungen geprägt, über die das Europäische Parlament abzustimmen hatte. Ein Thema war das neue Frontex-Mandat. Frontex ist die europäische Agentur für die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten an den Außengrenzen der EU. Ich sehe bei dem neuen Mandat noch Klärungsbedarf bezüglich des Umgangs mit den Daten, die Frontex demnächst bei Einsätzen sammeln und verarbeiten darf. Zudem warne ich davor, dass die Stärkung der Grenzschutzagentur nicht die einzige Reaktion der EU auf die steigenden Flüchtlingszahlen im Mittelmeerraum sein darf. Eine Flüchtlingspolitik, die nur auf massive Abschottung zielt und keinerlei gemeinsame Perspektiven kennt, lehne ich als Sozialdemokratin ab. Stattdessen muss die EU Hilfe in Situationen leisten, in denen die Asylsysteme und Aufnahmekapazitäten der EU-Mitgliedstaaten unter besonderem Druck stehen. Die Wirtschaftskrise und der Euro standen natürlich auch diese Woche wieder im Mittelpunkt der Debatte. Dazu gab es eine Aussprache mit dem Präsidenten des Europäischen Rates, Herman Van Rompuy, und dem Präsidenten der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso. Die sozialdemokratische Fraktion hat Herrn Van Rompuy und Barroso aufgefordert, Aufschlüsse über die Arbeit in der Sommerpause sowie über die nächsten Schritte zur Sicherung der Eurozone zu geben. Denn auch der Wachstumsmotor in Deutschland, wie auch in ganz Europa, ist gehörig ins Stottern geraten. Einen Anschub der europäischen Wirtschaft durch ausländische Nachfrage ist angesichts der Probleme in den USA und in Japan nicht zu erwarten. Europa muss sich deshalb aus eigener Kraft aus dem Sumpf ziehen, um die Krise zu überwinden. Dabei kann es aber nicht sein, dass ein deutsch-französisches Direktorium glaubt, neue institutionelle Lösungen vorschlagen zu können, ohne dass die demokratische Legitimation durch das Europäische Parlament sichergestellt ist. Das Problem sind nicht nur Staatsschulden und spekulative Attacken, vielmehr ist die Eurozone auch durch unzulängliche Rettungsmaßnahmen der Staats- und Regierungschefs gefährdet. Darüber hinaus kann man auch keinen Aufschwung erwarten, wenn man alles kaputt spart. Investitionen sind Schlüssel für Wachstum und Haushaltskonsolidierung. Wir brauchen endlich klare Investitionsvorgaben und frische Impulse für Wachstum und Beschäftigung im Rahmen der EU-2020-Strategie. Ich will weiter daran arbeiten. Vielen Dank.